etwa parallel zum Körper an, während sich die Füße in der Ollie-Stellung befinden und du leicht in die Knie gehst. Mache einen 90-Grad-Ollie in die Frontside-Richtung, indem du das Tail herunterdrückst, den Vorderfuß zur Nose ziehst und durch die Schultern die Drehung des Körpers bewirkst. Lande mit dem Mittelteil des Boards auf dem Curb. Halte das Gleichgewicht, um nicht ganz wegzurutschen oder stecken zu bleiben. Deine Arme helfen dir dabei. Im Idealfall slidest du bis zum Ende des Curbs. Nun drehst du das Board und deinen Körper einfach zurück in die Ausgangsposition, parallel zum Curb auf den Boden. Versuche möglichst auf den Schrauben zu landen und roll weiter. Fertig ist der Backside Board Slide.